Hallo Leute, herzlich willkommen wieder bei nächster Episode Pirate Warriors 3, aber nicht irgendwie. Heute gibt ein Feedback. Genau, was ich finde in diesem Spiel gut, was ist nicht so gut. Ja, was ich finde hammergeil sind diese. Ich habe nur erste Teil gespielt und jetzt dritten. Zweiten wollte überhaupt nicht weiter, habe ich wieder Scheiß-Story rausgebracht. Und deswegen habe ich 1 und 2. Wenn ich vergleiche 1 und 2, ist der 3er besser. Erstens, mehr Charakter. Nicht, ich glaube, ob zu Auswahl ist 100% mehr Auswahl, aber die Kämpfe, Länder. Es sind geiler geworden, es sind viel mehr. Und was hat mir aber einfach genervt, das musst du immer springen, irgendwas machen und so weiter zu gehen. Hier ist viel einfacher, für der Art von Spielen mag ich sehr. Und war übertrieben geil. Also, die erzählt euch die so gut wie ganze Geschichte von vorne bis und Flamingo. Also. Nur finde ich schade, dass es nicht wie Arafi ist auf dir angefangen. Zum Beispiel gegen die Aldiva zu gekämpft. Das finde ich scheiße, das war nicht erste Runde. Nur fängt sofort an bei Captain Morgan. Das finde ich geil, weil am ersten hat es sofort angefangen bei Captain Buggy. Und die Zwischensequenz war auch übertrieben geil. Also, was mir nicht gefehlt von 1 hat, was diese Sequenz, wenn du hast am Endboss gekämpft, solche Sequenz, so wie in Anime oder Manga, so wie er kämpft und so weiter. Das war in 1 übertrieben geil, finde ich. Aber schade, das gibt es nicht in 3er. Vielleicht 4er machen so, das wird übertrieben nice, finde ich. Also, meiner Sicht nach, dieses Spiel, wenn von Bewertung 1 bis 10, meine Sachen würde bekommen von mir 9,5. Weiter, ich kann die ganze Zeit spielen, weil ich bin großer One Piece Fan. Und die erzählen euch genau Geschichte, nur kleiner Fehler ist nicht wegen die Bosskämpfe, nur fehlt noch die alle Charakter, das ist schon verständlich, aber zum Beispiel bei Holding konnte ich ein bisschen Mühe geben, weil das nur Holding und die Armee. Der Begleiter von Holding war noch dabei, nochmal bei Anime. Konnte 2, 3 konnte sie machen. Bei PC 9 hat geblieben, hat ihn nichts gemacht rein. Nee. Nein. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, das war schon ewig her, dass ich habe gespielt. Ich vermute, das ist okay. Also die Jabura, Eki und Loki, die finde ich die wichtigsten. Was noch war die andere, wie heißt die? Diese Eule, die andere mit den Haaren zu kämpfen, ich weiß nicht wie der heißt. Und die, noch eine, so eine Frau war noch eine. Habe ich vergessen wie die heißt. Aber von Geschichte alles übergeil, aber ich verstehe, dass es Dunflaugen ist abgehauen bei Ende, weil dieser Anime ist noch nicht zu Ende, wenn dieses Spiel ist rausgekommen, also hat es keine Ahnung, und der wird sterben oder nicht, wie das wird verlaufen. Das war, finde ich, okay. Die Zwischenstelle geil war. Was hat mich enttäuscht in der Anime, da habe ich gesagt, diese Endboss war in 1er. Die Charakter haben wahrscheinlich mehr gemacht. Ja, und ja, toilettisch alles, das war meiner Sicht nach. So, also der Spiel war ist
von mir aus ist wirklich gut gelungen. Und von Bewertung habe ich gesagt 9,5, hat sich nicht geändert. Bekommt der. War wirklich gut gemacht. Und ja, Leute, das war meine kurze Feedback. Was kann ich dazu erzählen? Ich weiß nicht, wie ist auf der Steam-Bewertung, aber meine Bewertungen sind so, dass es wirklich gut gemacht ist. Weil das. Machen wir erst so durch. Also haben wir Kampf gegen Ken Morgan gekämpft. Das war nicht dabei. Buggy war dabei. Dann. Warte. Wieso gehen wir nicht hier Prolog? Dann sagen wir das von Anfang an zu Ende. Also, sind Sie ja. Gegen Captain Morgan. Buggy, das war im ersten. Gegen Captain Black, das war nicht. Das finde ich geil. Also schon zwei mehr. Gegen die Don Krieg war auch dabei. Ist auch geil. Den Allen war auch dabei. Genau, war auch dabei. Aber diese. In diesem Anfang der Legende gegen Smoker, das war nicht dabei. Also nächste, Chopper, haben wir dabei. Gegen Endkampf der Albaner. Ja, das Tier habe ich ein bisschen enttäuscht, genau, wenn ich hier so durch. Vilo, ich hoffe, nächstes Mal machen wir in Alabastia. Das wird auch nice, finde ich. Wenn muss und noch alle Gegner zu besiegen, das wird echt übertrieben nice. Und das der 100 Millionen wert. Sie kennen den. Wie heißt der? Ja, wisst ihr. Gegen ihn haben wir ja nicht gekämpft hier. Bei erster Teil. Das ist schon 4 Map mehr. Das ist schon. Oder in Engel, das haben wir auch nicht gespielt. Also, ich finde es schon geil. Dann ist der in Water 7. Das war schon. Gebet C9 haben wir auch gekämpft. Der mit dem Gap war auch nicht dabei. Gegen Moria haben wir auch nicht gekämpft. Und Oz, das ist echt übergeil, diese Oz zu kämpfen. Aber war übertrieben nervend, die konnte ich am Ziel anders hinstellen. Weil ich musste immer hinher rennen und da und da bekämpfen. Naja. Archip. Da war auch dabei, wenn ich da. Ja. In Impendown. Das war nicht dabei. Also, große Krieg haben sich auf zwei Teile gemacht. Das war auch die erzählen. Und erst war so grob erzählt und jetzt ist so genau erzählt, was ist da passiert. Das finde ich übertrieben geil. Und dann kommen die zurück. Das war auch dabei, aber das schon war Ende. Also, der Fischmenscheninsel, der. Die Caesar Laboratorium und Don Flaming, also 11 neue Maps, das ist schon übertrieben viel, meine ich. Also war, ich glaube Hälfte haben sie noch dazu Maps gemacht, das war auch geil. Jetzt will angeht, weil die große Krieg habe ich nicht erzählt. Ja genau, 12 also Maps und viel mehr Charakter. Die haben echt viel Mühe gegeben, meiner Sicht nach. Galea Freund. Nee, nicht das. Wo hat das letzte Video habe ich gesehen? Genau. Seht ihr, wie viel Charakter in diesem Spiel gibt das abnormal, finde ich. Ah ja. Der Bruno gibt es auch noch, genau. Der Eier, Bellamy hat sich gemeint vorher. Den Bern haben wir ja noch nicht gekämpft. Und die Outfits haben sich auch geändert. Boah, das war echt viel Mühe gegeben seit. Wenn habe ich vergleiche der zweite. Dann echt viel Mühe gegeben. Essen.
Oder das ist meine so Reaktion. Wenn ich vergleiche den da. Den 12, ja, erste Teil. Es ist also viel verändert worden. Viel mehr Charakter. Also Smoker war dabei, Crocodile Lucky war auch dabei. In Vancouver war nicht dabei. Jinbei war dabei. Law. Nein, ein erstes Essen war Law nicht dabei. Perona war nicht dabei. Marco war auch nicht dabei. Es war Sabo, ja, natürlich, weil der kommt auch ab diese Pirate Warriors so und viel mehr, aber das abartig viele. So Leute, ich glaube, was ich wollte loslassen über dieses Spiel, es wurde gesagt, also viel, mal kurz in Fassung, dieses Spiel wurde gut gemacht, also es sind viel mehr Karten, viel mehr Charakter. Halt die Schnauze, Jinbei! Also mehr Maps, mehr Charakter. Freie Modus gibt's auch. Locked, frei locked oder Trim Lock. Das war auch nicht dabei. Also Free Lock war dabei, aber Traum, also kannst du sie ruhig bewegen, wo du willst, wie ich kann willst du machen. Galea, ich weiß nicht, glaube ich, das gibt es so gut wie in jedem Spiel. Also, Story wirklich genau erzählt oder versucht genau zu erzählen. Das ist schon ein guter Plus, meiner Sicht nach. Die Charakter, ja, habe ich mehr Charakter. Das, ich weiß nicht, der wirklich hat sie wirklich gut gemacht. Meine Sicht nach, voll Bock mehr mal. Immer wieder spiele ich den Spiel gerne. Also Leute, das war's für meine Bewertung. Wir sehen uns im nächsten Let's Play. Und nicht vergessen unter dieser Kommentar, obwohl ihr mehr von One Piece, also Twin Block, seht oder nicht. Schreibt mir einen Kommentar. Wenn nicht, ich... Vielleicht diese Woche mache ich noch am Samstag... Die Borderlands 2 und dann nächste Woche, wenn irgendwelche sagen, ja, ich will und so weiter, dann werde ich weiter mal in Trümlock. Also Leute, das war's und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!